Also ich kann nur für die Stadt Eger sprechen, als ehemaliger zweiter Bürgermeister der Stadt und jetziger Mitglied vom Stadtrat Eger. Und würde ich sagen, also soziales Amt bei uns organisiert ständig Präventionsmaßnahmen. Das heißt dann, wir kontrollieren die Jugendlichen, wir kooperieren mit Schulen, wir kooperieren eng mit der städtischen und mit der Staatspolizei, haben wir ein Team gebildet und wir konzentrieren uns auf die konkreten Fälle. Gleichzeitig arbeiten wir mit so einer Organisation bei uns, Cottet, die kümmert sich dann um die Drogenabhängige und um, wenn es jemand unter dem Verdacht steht, er konsumiert die Drogen, dann ist er sofort als Mitglied eingetragen und muss da eine Therapie angehen. Also ich denke, das sind, kann man sagen, also nur die Präventionsmaßnahmen. Also das, was da bekämpft wird, gehört nach den Kompetenzen der Stadt Eger. Damit beschäftigt sich dann speziell die staatliche Polizei und dazu noch die Sondereinheiten, die wir, kann man sagen, also kann ich beeinflussen können. Also ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, zuerst, also das ist eine Schande für unsere Region, ja, dass es sowas hier sich da verbreitet hat nach der Wende. Zweitens, also auch wenn man das also qualitativ mehr erleben möchte, dann denke ich, für Touristen und für die Einheimischen ist diese Drogenszene sehr gefährlich. Also meine ich dann also gemeinsame Schritte, gemeinsame Bekämpfung, gemeinsame Maßnahmen, und die werden also alles zu Tiefe bringen, finde ich dann optimal und würde ich das unterstützen.